Hä? Er steht einfach nur da, wählt wohl gerade seine Cheats aus oder lässt sich von seinem Vater auf den Kopf kacken, was Cheat dann sehr gut gefällt. Was? Oh, habt ihr das gesehen? Hey Kinders, was geht bei euch ab? Willkommen zu einer weiteren Runde Overwatch. Wow, hier liegt noch Scheißdreck rum. Ich weiß. Man könnte die Karte nicht sehen. Ich sehe es gerade. Ich habe es eben auch festgestellt, aber jetzt nehme ich halt schon auf. Was soll der Geiz? Ich will sie bei CSGO an sich einfach wieder auf die linke Seite machen und in die Mitte. Ungefähr hier, wo das hier ist. Hier will ich die Facecam dann in Zukunft wieder hinmachen. Aber jetzt habe ich sie gerade defaultmäßig da oben noch stehen. Und ja, sie ist wieder eckig. Aber ich mache sie auch wieder rund. Bei den Horrorspielen mache ich sie rund. Ihr Gauner, bei Resident Evil. Was macht der denn? Das ist so ein Hyperaktiver, gell? Ja, ja. Das ist so ein ADHS-Mensch. Mhm. Er aimt auf seine Kollegen. Okay, was... Haben wir da etwa mal wieder jemanden, der wirklich total clean ist? Hä? War das jetzt ein Leck oder was? Es klang wie ein USP-Schuss und er ist einfach gestorben. Man hat nichts von AWP gehört. What? Okay, das war jetzt merkwürdig. Ich nehme einfach mal an, dass es ein Bug war. Und falls es kein Bug war, werdet ihr mich ja dann hier in den Kommentaren darauf hinweisen, was ich verpasst habe. Vielleicht ist es einfach ein Griefer, wer weiß. Wir warten mal ab, irgendwas muss ja noch kommen, irgendein Grund. Er aimt sehr niedrig. Ich würde sagen, das ist schon mal ein Grund, auf jeden Fall ihm einen Bann zu drücken. Wow, er hüpft schon wieder auf A rum. Man erkennt hier jetzt eigentlich nichts. Er aimt da so komisch hoch. Es ist aber gar niemand auf Short, beziehungsweise es kommt jetzt erst einer. Die Mates sehen ja auch die ganze Zeit die Feinde auf Mitte. Jetzt kommen sie gleich zu dritt auf kurz. Wir gucken mal, was jetzt passiert, rein aim-technisch. Oh, von lang kommt einer. Der ist direkt down. Warte mal kurz. Ich mach mal kurz langsamer. Achtung. Das sieht noch total kicky aus, was er da treibt. Wow. War das auf lang nur ein Lucktreffer oder was? Oh, habt ihr das gesehen? Das war merkwürdig. Die Smoke kommt, er kann nicht sehen. Vor ihm waren ja auch die Kisten. Dann aimt er kurz auf den. Dann will er runter aimen. Man denkt, er hat den unten gehört, aber er aimt auf den, der auf Mitte ist. Genau auf ihn drauf. Sehr suspekt. Das ist mir sehr suspekt, Mr. Suspect. Oh, er steht rum. Die Mates begutachten. Ah, die wollten was gedroppt bekommen. Alles klar. Wie steht er denn da? 9-4. Kein verdächtiger Score, würde ich sagen. Er steht einfach nur da, wählt wohl gerade seine Cheats aus oder lässt sich von seinem Vater auf den Kopf kacken, was Cheat dann sehr gut gefällt. Was macht er denn da? Was macht er denn da? Oh, wer kommt denn da auf kurz? Ich dachte eben, er aimt... Er prefired. Warum haben so viele Leute Warlock? Warum können die nicht mal so ein bisschen Aimbot, Speedhack, Noclip oder sowas? Warum machen sie nicht solche tollen Sachen? Ich weiß nicht, ob er nicht auch irgendeine Aim-Funktion am Start hat. So, die Tees werden jetzt nicht so bekloppt, wenn sie auf A gehen. Oh Gott, die gehen echt auf A. Die haben Richtung B schon welche genutzt und gehen auf A. Ich habe jetzt übrigens den Facecam-Rahmen auch feste reingemacht in OBS. Also ich habe den für das letzte Video, fürs gestrige Video, habe ich den noch... Fürs gestrige Video? Was laber ich hier? Für irgendwann vor kurzem habe ich den Rahmen noch per Hand einfügen müssen. Oh, passt mal auf. Jetzt fängt er an, hier random reinzuschießen. Und sobald einer wirklich drin steht, klatscht er ihn. Okay. Oder auch nicht. So, sie haben auf B geplantet. Er ist der Letzte gegen 4. Sie kommen langsam zu ihm angedackelt. Und er pimmelt den Ersten. Und er ist wirklich ein komischer Kauz. Oh, die Nate kam aber gut, die eine, ne? 22. Ohoho. Er rennt direkt hin. Er hat keine Angst, dass hier nicht vielleicht sogar noch jemand steht oder sowas, sondern er rennt direkt rein. Die Flöte geht vor. The Flute. Zwei sind auf Short. Achtung. Und da ist der Erste down. Oh, shit. Ich meine, da ist er down. Es sind noch 3 Gegner. Der eine kommt jetzt auf Short. Ach, guck mal, wie er auf ihn drauf aimt durch die Wand schon. Also spätestens hier muss man doch zu 100% sagen, dass es auf jeden Fall ein Warlock ist, den er da betreibt. Jetzt kommen sie geteilt, einer Short, der andere lang. Es ist noch über eine Minute Zeit, das heißt, die Gegner müssen ran. Lang kommt durch. Man kann ihn hören auf lang. Also da kann ich jetzt eben nichts unterstellen, auch wenn er... Er hat pre-gefeiert, aber der Feind hat auch pre-gefeiert. Von daher, da pre-feiere ich auch. Wenn jemand schießend um die Ecke kommt, dann baller ich auch schon mal. Oder meistens, manchmal, je nachdem, wie cool ich bin. Und ich bin immer ziemlich cool. Es interessiert mich jetzt aber doch noch stark, ob er einen Aimer oder sowas hat, vielleicht. Noch zusätzlich, weil es vorhin kurz so aussah. Bei 2 AWP-Schüssen hat er sehr, sehr ruckhaft und schnell auf den Feind gezielt. Die hätte ich mir gerne in Zeitlupe angeschaut, hatte ich aber nicht an. Dumm gelaufen. Aber alles in allem haben wir ihn eher im Sack. Wallhack hat er auf jeden Fall. Jeder andere Overwatcher wird es auch erkennen und dann wird er gebannt. So, den auf da oben auf lang hat er geholt. War das am Schluss jetzt noch ein bisschen hingeaimert hier? Ich weiß es nicht. Übrigens habe ich euch schon erklärt, warum man nicht zurückspulen kann. Das hat mich eben, die Smoke da eben auf lang hat mich daran erinnert. Smokes und Flashes würden nicht richtig funktionieren, angeblich, wenn man zurückspult. Das heißt, man spult zurück und dann ist die Smoke für den Overwatchenden nicht mehr zu sehen. Und man glaubt, oh, der hat durch die Smoke geschossen, beziehungsweise so irgendwie. Es würde dadurch zu Schwierigkeiten kommen. Wir gucken mal, was er mit dem noch treibt. Okay, ich weiß, an sich relativiert sich das eh. Also auch wenn er Aimbot hatte und ich ihm den nicht drücke, wird er so oder so gebannt wegen dem offensichtlichen Wallhack. Aber trotzdem ist es einfach so dieses, ich würde ihm gerne noch die volle Packung reindrückt, auch wenn es nichts bringt. Er wird ja dadurch nicht länger gebannt. Außer man hat einen festen Grief und würde gerne noch für den Aimbot vielleicht stimmen, weil Grief-Bann gibt ja leider nicht immer sofort den Hardcore-Bann, sondern erstmal nur so ein bisschen, was ich ultra behindert finde. Gerade in diesem Spiel, wo doch jeder
weiß, dass die Community sehr salty sein kann. Da sollten gerade Grief-Geschichten mit der härtesten Bestrafung durchgeführt werden. Wirklich mit der allerhärtesten. Und ich bin auch dafür, dass auch der geschriebene Chat sowie der Sprachchat überwacht werden sollten. Also von Overwatch schon überwacht werden sollen können. Wenn jemand irgendwie anfängt rumzustänkern, wirklich im stänkerischen Sinne, nicht so lachend, du Vollidiot, Mensch, hey Kumpel, sondern so arschlochmäßig, you fucking noob. Allein das wirft bei mir schon direkt ein Forever-Bann. Aber wirklich Forever. Sowas macht man nicht. Aber das ist halt wieder leider nur eine recht kleine Meinung scheinbar. Okay, gut, da hat er ihm noch einen Header gegeben. Trotzdem bin ich mir bei dem Aimbot nicht sicher, deswegen drücke ich ihn auch nicht. Er bekommt eh den Bann aufgrund seines Wallhacks. Und ja, so, weggebannt. Oh, Crop will mein Freund werden. Leider ist meine Liste voll. Crop an dich, falls du gerade das Video schaust, komm in die Steam-Gruppe. Die Steam-Gruppe ist mein verlängerter Freundschaftslistenarm. Darüber könnt ihr mich auch ganz normal erreichen. Ihr könnt eigene Diskussionen eröffnen. Da gibt es alle Informationen zur WhatsApp-Gruppe und. Und vor allem könnt ihr da auch Leute zum Spielen suchen. Also wir sind mittlerweile fast 600 Leute. Und wenn ihr da spielen wollt, da sind immer irgendwelche Leute dabei, die eben gerade spielen. Da kann man sich dann einklinken oder die Leute anschreiben und fragen, ob man nicht zusammen spielen kann. Also einfach so für die Gemeinschaft ist es echt optimal, diese Steam-Gruppe. So weit, so gut. Vielen Dank fürs Zusehen. Macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Grumpy Chat ist wieder am Stissel und ist richtig grumpy. I'm fucking grumpy. Und das ist der Panikknopf des Todes. Panik. Macht's gut. Ciao.